Stell dir vor, du laberst 20 Minuten und niemand hört es. Mir gerade wieder passiert, der Klassiker hier beim Aufnehmen. Mikrofon noch ausgehabt, aber jetzt habe ich es an und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich muss ganz, ganz tief Luft holen, Leute. 90 Accounts in 4 Clans. Wir spielen in 4 Clans CWL dieses, was heißt dieses Mal? Ja, jetzt im Monat März und ihr habt es möglich gemacht, dass wir hier die Clans so super, super voll haben. Also dafür schon mal ein herzliches Dankeschön, dass ihr meinen Aufruf noch gefolgt seid, auch gestern Abend noch im Livestream. Wir haben alle Clans, ich sag mal, voll gemacht und spielen jetzt 2 30er und 2 15er CWLs, haben also einen neuen Clan mit hinzugenommen. Wir haben ja letzte Saison schon in 3 Clans gespielt, jetzt spielen wir in 4 Clans. Echt bombastisch, muss ich wirklich mal so sagen, auch wenn natürlich der ein oder andere einen Account entstaubt hat, mit dem er jetzt hier CWL spielt. Oder aber, dass auch ich hier natürlich mit einigen Accounts am Start bin, aber es macht nichts, denn wir wollen ja alle so ein bisschen unseren Spaß haben. Und ich fange auch im, ich nenne ihn mal so, ich fange auch meinem kleinsten Clan an. Also wir haben hier noch gesucht, Totus Bande, habt ihr gestern mitbekommen, Rathaus, eigentlich Rathaus 10, 9, 8. Haben wir auch alles bekommen, haben jetzt oben so ein bisschen was anderes, ist aber nicht so tragisch. Alle Suchen waren danach, beziehungsweise als wir in die Suche reingingen gestern Abend, haben wir relativ schnell noch Matches gefunden, obwohl die CWL schon ein paar Stunden lief. Man hat ja aber 2 Tage Zeit, aber ich habe immer das Gefühl, je später man anfängt zu suchen, desto länger dauert die Suche, weil natürlich auch nicht mehr so viele Clans dann in der Zeitrange letztendlich suchen. Aber hier haben wir recht fix gefunden und ihr seht, das Grün hier, das Grün hier markiert auf jeden Fall ein neues, wie soll ich sagen, einen neuen, eine neue Ära. Totus Bande, Clan Level 1. Und wir sind aber gar nicht mal so tief gematcht worden. Das heißt, wir spielen Silber 1. Also wir fangen jetzt nicht ganz vorne an bei Bronze 3. Und auch unsere Gegner sind schon ein kleines bisschen von den Rathäusern ein bisschen stärker. Aber ich habe immer noch so die Hoffnung, dass nicht alle angreifen, also vom Gegner nicht. Und auch bei uns habe ich jetzt, lege ich jetzt, ich lege da schon Wert drauf, dass die Leute hier, wenn sie hier dann auch schon reinkommen oder reingekommen sind, dass sie dann auch angreifen. Aber wenn der ein oder andere das dann in 24 Stunden vielleicht auch nicht schafft, dann ist das jetzt auch kein Beinbruch. Also ich reiße keinen den Kopf ab, sondern nur die Arme. Und aber wenn wir hier mal reingehen, dann können wir natürlich schon mal so ein bisschen gucken, was haben die so, der erste Clan. Und ihr seht es natürlich noch etwas genau über alle Clans, über eine Webseite. Den Link packe ich auch euch wieder unten rein. Dort könnt ihr einfach eure Clan-Tag eingeben und seht direkt alle Matches. Und dann seht ihr die verschiedenen Rathausstufen dort abgestuft und könnt euch schon mal so ein bisschen so drauf einstellen, was kommt auf uns zu. Und aber hier, ihr seht es selber. Oben ist hier ein 14er und dann 13, dann viele, einige 12er, 11er und auch hier im unteren Bereich 9er. Wir haben im unteren Bereich ein paar 8er, je nachdem, wie die das ja jetzt auch aufstellen, das wissen wir ja auch noch nicht. Ja, das wissen wir ja auch noch nicht, aber wir kämpfen hier unten, glaube ich, mit 4 Achtern, ne, 5 sogar. Und können auch nicht tauschen, wir können auch nicht tauschen hier. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme die 8er unten raus. Nö, wir sind hier exakt. Wir sind hier exakt 30 bzw. 31 mit dem Placeholder hier. Also passt wirklich, wirklich super. Ich bin echt mal gespannt. In 8 Stunden 52 fängt das Spektakel an. Das müsste eigentlich auch passen von den, ich sag mal, von den Streams her. Und wir springen aber einen Clan weiter. Also viel Erfolg in jedem Fall. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, den Chefkoch habe ich dort positioniert im Clan Deutschland-Ed. Und ja, so ist es auch. Auch hier haben wir wieder eine 30er und ich kann natürlich nicht überall den Papa spielen in den Clans. Also ich habe jetzt eben noch eine Frage da unten beantwortet, ob er schon auf 13 gehen soll. Er muss ja jetzt wirklich nur noch King und Warden machen, aber soll er ganz in Ruhe machen. Aber bitte nicht die nächsten 7 Tage. Da soll er lieber mit uns mitkämpfen hier. Aber auch hier passt das wieder wunderbar. Auch von den Membern her absolut top, alles grün. Und dementsprechend werden hier, ja, ich denke mal, hier werden auch so ziemlich alle angreifen, weil hier gibt es, oder hier waren wir ja schon mal, es sind auch wieder Leute dabei, die waren letztes Mal auch schon dabei, finde ich natürlich super, super gut, dass ihr meinem Aufruf nochmal gefolgt seid und wie hier eine hoffentlich schöne
Liga spielen können, wie das Ganze vonstatten geht, später in den Livestreams. Ihr wisst ja, jeden Tag ein Livestream diese Woche. Das weiß ich noch nicht, also da will ich mich auch noch nicht so wirklich zu äußern, was wir da eigentlich machen. Und beziehungsweise klar machen wir da Clankrieg, aber ich muss auch selber mal so ein bisschen über meine Dörfer gucken. Das solltet ihr dann auch vielleicht mal machen. Der ein oder andere hat vielleicht doch noch gar keine Kriegsbasis für seine Rathausstufe gebaut, weil er schon ewig nicht mehr, sage ich mal, Clash of Clans gespielt hat, jetzt plötzlich wieder Gefallen dran gefunden hat. Der ein oder andere habe ich jetzt auch in den Streams mitbekommen, hat mal wieder seinen Account entstaubt, so nach Jahren. Ja, auch das finde ich wirklich, wirklich toll. Danke, danke, danke. Was ich manchmal nicht weiß, meine Kamera hier, die ist immer so ein bisschen über dem Monitor, ob ich da auch manchmal wirklich so reinschaue, aber scheinbar schaue ich da manchmal doch rein. Okay, gehen wir in den Clan Free to Play. Dort hat sich eigentlich nichts verändert, da sind wir auch wieder exakt 15, 16, 17 oder sowas. Da habe ich noch kurzfristig den Toto reingebracht, also den Rathaus 11 Toto. Denn hier passt auch, also auch hier passt die Liga eigentlich wieder gut von den Rathäusern her. Und wir sind hier auch gewachsen, das seht ihr auch anhand meiner Historie der Videos auch über die Jahre, ist auch dieser Clan hier wirklich gewachsen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja auch mit Rathaus 8, 9 und so weiter angefangen. Nee, eigentlich mit Rathaus 1. Und sind jetzt schon bei Rathaus 12 hier bei einer 15er CWL. Das finde ich echt, echt mega. Und also die Entwicklung hier ist einfach phänomenal. Und jetzt nicht so, ja, ich meine, ich mache das, was für mich immer so notwendig ist. Ihr wisst, der Beckensheriff hier ist auf den Sprung nach 13. Donnerbengel braucht noch ein bisschen was. Und da unten der Toto ist auf den Sprung nach 12. Also auf kurz oder lang wird es hier etwas blauer werden und die weißen Rathäuser kommen hier raus, oder wir spielen hier auch mal wieder eine 30er, das wird natürlich dann nochmal einen drauf. Aber auch hier können wir nicht tauschen, außer unten vielleicht mit Leon und Schmidmax. Donnerbengel 2-0 und Rocky spielen hier keine Rolle, die habe ich irgendwie nicht unterbringen können. Ja, der Donnerbengel, der hockt auf dem Ding hier und das allerdings im Moment in Wartung und deswegen, ich habe den auch nicht verschoben bekommen. Steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber okay, 15er CK oder CWL hier passt sehr, sehr gut. Ich bin auch hier gespannt. Ich denke mal, wir werden hier die Liga halten. Wo man hier übrigens gerankt ist, das ist nicht aussagekräftig hier. Also nur weil wir hier an erster Stelle stehen, heißt es nicht, dass wir hier auch Erster werden. Es gibt ja Leute, es gibt ja kein Matchmaking, aber es gibt Leute, auch bei mir, Kommentarschreiber oder Schreiberin, die, glaube ich, immer ganz, ganz brastig sind hier in so einer Woche. Also die wirklich so ein bisschen Hass aufgebaut haben auf die CWL, weil es ja kein Matchmaking gibt. Es gibt nur ein CWL-Clan-Matching oder sowas. Und da kannst du natürlich schon mal Glück haben oder Pech haben, dass du eine sehr, sehr anstrengende Woche hast, also immer mit Hit-Ups über 2-3 Rathausstufen. Und da hat keiner so wirklich Lust drauf, deswegen, ich bin eigentlich auch immer froh, wenn die Liga wieder vorbei ist. Aber es ist immer eine spannende Woche und sie, ja, wie soll man sagen, sie beginnt ja monatlich immer in der ersten Woche und das macht die ganze Sache dann nochmal ein bisschen entspannter, sage ich mal. Danach hast du 3 Wochen oder sagen wir mal 2 Wochen ein bisschen Ruhe, dann kommen wieder die Clanspiele etc. Und schon ist der Monat wieder um. Geht ganz, ganz fix. Okay. Wir gehen in den Clan Herausforderer, 15er CWL, auch hier haben wir im unteren Bereich auch schönes buntes Bild, übrigens schöner neuer Ladebildschirm. Auch hier haben wir ein wenig, jetzt habe ich gerade den Chat geleakt, ne? Da schneide ich gleich mal schnell was rüber, weil der Obszönitätenfilter hier bei Clash of Clans funktioniert nicht mehr, der ist kaputt. Man kann jetzt wirklich böse, böse Wörter eingeben teilweise hier in den Chat und trotzdem werden sie nicht rausgefiltert. Ich habe das gestern Abend mal wieder live getestet. Psst, nichts verraten. Und aber auch hier sind wir unten 3 14er. Wir tauschen hier durch noch mit dem Avatar. Auch hier ist es super, super eng. Alle anderen haben hier letztendlich nichts, ich will nicht sagen nichts verloren, aber Sarius habe ich noch angeboten, woanders hinzugehen, hat er nicht angenommen. Das ist unser, ich nenne es mal so, kleinstes Rathaus 14 mit Stufe 1 und die anderen, die wollten jetzt nicht oder machen teilweise
Helden haben sich vorher halt gemeldet, so nach dem Motto, ich spiele nirgendwo Liga, ich mache Helden. Ist auch in Ordnung, durchaus legitim. Aber so ein bisschen Medaillen holen, glaube ich, das kann man ruhig mal machen. Eine Woche lang, 7 Tage keine Helden machen, auch wenn die Lager dann platzen und überlaufen. Sollte man einfach mal Ruhe bewahren. Und auch hier können wir mal uns den ersten angucken. Aber ich kann euch sagen, die haben hier ausschließlich 15er. Ich hoffe, das wird uns nicht wieder zur Falle werden. Weil hier gibt es auch ein paar Legendenspieler, die dann dort, die uns hier überlaufen, beziehungsweise die uns unten dann immer 3 Sterne reinballern, weil wir da unten halt noch 14er haben. Was ich jetzt nicht wirklich glaube. Das war vorher auch nicht so und da sind wir aufgestiegen. Also auch hier denke ich, Liga halten sollte eigentlich drin sein. Aufstieg glaube ich jetzt nicht wirklich dran. Also ich will jetzt keine Prognose abgeben, auch wenn wir hier ganz unten gerankt sind. Aber ich denke mal, wir haben uns jetzt über Monate dahin gekämpft. Wir waren ewig im Meister 3 immer oben, zweiter, dritter, kurz vorm ersten. Und haben es in der letzten Saison endlich mal wieder gepackt, hier in Meister 2 zu kommen. Und ich denke mal, das wollen wir erstmal halten, bevor wir ambitioniert woanders reingehen. In den anderen Clans, da geht es nicht um Aufstieg, nicht um Abstieg. Da geht es einfach darum, Spaß zu haben, Liga vielleicht zu halten, die meisten Medaillen mitzunehmen, die es mitzunehmen gibt. Und ich finde es auf jeden Fall besser, als dass man gar nicht spielt eine Woche lang. Die anderen spielen alle CK oder CWL, weißt du, und du machst irgendwie nichts und langweilst dich und hoffst, dass die Woche vorbeigeht, dass die dann wieder mit dir mitspielen. Ich hoffe, die Folge ohne Clash of Clans, nur mit mir Laberei, hat euch gefallen. Ihr habt mich jetzt verstanden. Ich sehe zumindest Ausschlag hier im Equalizer. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder heute Abend. Twitch.tv / Toto Clash. Ich würde mich super, super freuen, wenn ich ein paar neue Zuschauer mal dort begrüße. Ist völlig umsonst. Ihr könnt euch ein Konto erstellen. Sucht einfach nach Toto Clash, dann werdet ihr mich finden. Und dann würde ich mich super gerne mit euch über die Liga hier unterhalten und euch natürlich unheimlich viel zeigen. Wie das abgeht, weiß ich noch nicht. Also sicherlich sagt der ein oder andere, Toto, kannst du mal in Clan XY? Da greife ich jetzt gleich an und ich springe dann hier wie so ein Irrer den ganzen Abend rum hier die nächsten Tage. Das werde ich sicherlich nicht machen. Ich werde mir das schon so gestalten, wie ich das für mich und für euch als Content für richtig halte. Und ich denke mal, das ist auch immer eine gesunde Mischung. Da werden wir uns sicherlich schon einig. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Heute Abend in den Stream reinkommen. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin. Ich hoffe, ihr habt auch einen coolen Liga-Start. Euer Toto. Clasht.